Bei einem schweren Verkehrsunfall am Samstagnachmittag gegen 16 Uhr zwischen Hörlkofen und Fensbach kam eine Lupo-Fahrerin ums Leben. Die 41-Jährige aus dem Landkreis Rosenheim war von Hörlkofen in Richtung Hohenlinden unterwegs. Auf Höhe der Abzweigung Wolfswinkel kam ein VW Charan laut Zeugenaussagen nach links auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal in den VW Lupo. Die Lupo-Fahrerin wurde im Fahrzeug eingeklemmt, musste von der Feuerwehr mit Rettungsgeräten befreit werden und wurde anschließend in eine Klinik geflogen. In der Nacht auf Sonntag erlag die 41-Jährige jedoch ihren schweren Verletzungen. Die Startstraße zwischen Erding und Hohenlinden war am Samstag für mehrere Stunden gesperrt. Die Insassen des Charans wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Allein in diesem Jahr mussten bereits 6 Menschen im Kreis Erding ihr Leben auf der Straße lassen. Im gesamten Jahr zuvor waren es 8.